Lächeln, jetzt mit den Augen, jetzt Mund zurück. This is our model face. Was zu trinken habe ich dahingestellt. Ding ins abgelegt, liebe Freunde. Ja, liebe Freunde, sag mal Hallo zu. Hey, was ist das? Pisse. Es geht los. Wir schauen TikTok. TikTok, Mickmock. With money you can buy a clock, yeah. But not time. Wow. With money, wow. You can buy a bed, yeah. But not sleep. Yeah. With money you can buy ganz food. Kurz. Ich hätte gern den anderen Typen in meinem Leben, der einfach nach jedem Satz von mir immer ja sagt. Wow. Ja. Einfach per ja. Bestätigung. Jemanden wow. Anhören, der dich nur bestätigt. Alter. This is I not swear to God. What's he say? They say you gonna make money broke. Dang. They say you I gonna make you broke. Because you eat all my food. You eat all my money, you got cheese like me. Ey, was ist das? Ey, ich will Babys haben jetzt, wenn ich das sehe. Ey, das Babys so, sind doch nicht so intelligent. Nein, aber ich habe auch das Gefühl, da steht ja auch This is not a baby drunter. Das ja, ist schon. Das synchronisiert, ne? Vielleicht ein Sechsjähriger ist oder so, aber das wirkt halt nur so, weil er keine Haare hat. Ja, aber das ist doch kein Kind. Du siehst doch halt im Gesicht, dass es so aufgequollen ist. Das ist doch so ein Jahr alt. Ich glaube nicht, dass jemand mit einem Jahr so redet. Ja, natürlich nicht. Das ist ja das Crazige. Das heißt, deine Theorie ist, dass es ein Jahr alt ist? Nee, oder einfach mega überintelligent? Ja, ich glaube eher überintelligent. Oder ist es so Papagei-Syndrom? Die sprechen einfach alles nach, was der Vater sagt. Ey, sowas könntest du auch machen. Ja. Die Alter. Man kann ganz kurz eine Sache klarstellen. Wenn du denkst, du hast keinen Nutzen auf dieser Welt, dann gönn dir mal das Stück Styropor hier auf dem Pflasterstein zu meiner Rechten. Und dann weißt du, was unnötig ist auf dieser Welt. Komm, schau mich wieder an. Komm wieder zu mir. In diesem Sinne, halt die Fresse und komm mir nicht mit irgendeinem scheiß Gelaber, okay? Ich bin den Typen cool. Ja. Danke, Leben besser jetzt. Oh, das ist so geil, Alter. Die machen den kompletten Boden neu von so einem Tennisfeld oder so. Boah, solche Videos. Ich bin ja so momentan so viel auf Facebook unterwegs wieder, ne? Weil ich genau solche Videos bekomme. Wo bist du auf Facebook unterwegs? Ey, Facebook hat jetzt Dating freigeschaltet. Stopp. Wie läuft es ab, wenn man auf Facebook unterwegs ist? Ja, wie sieht das aus? Facebook. Auf dem Handy? Ja, ich war auch überrascht. Erstmal. Nie Facebook auf dem Handy, in meinem Leben noch. Ja, doch, guck, hier steht Facebook bei dieser App. Warte, hast du neulich die App installiert? Nee, ich hab die immer, weil ich muss mich ja manchmal verbinden. So, ne, kennst du? Nein? Ich bin so fasziniert, dass du Facebook benutzt. Wer von Ja, also, wie gesagt. Also, du benutzt diese App. Und, nee, und was kannst du? Das heißt benutzen. Also, ja, du machst sie ich auf. Ich bin da ab und zu mal drauf, so, ne? Einmal im Jahr. Was krass ist, Facebook hat jetzt Dating. Facebook hat eine Tinder-App quasi bei sich bei Facebook. Weird. Weird. Benutzt du das? Hast du schon benutzt? Nein. Hab ich glaube, ich glaub, war was so und ich glaube, ich da vielleicht kurz mal angemeldet. Ja. Das ist jetzt, ja, voll. Das ist Facebook. Und warte, das würde jetzt, kann ich swipen? Schleiten. Das heißt, du likest jetzt Jessica. Nein! Will nicht das? Hey, zeig doch mal kurz. It's a match. Pauline. Like. Nein, hör auf, Alex. Hey, wieso denn? Pauline war voll hübsch. So. Du musst auch mal ein bisschen zulassen, dass Dinge passieren können. Ey, dass Pauline, gute Dinge in deinem Leben passieren ist, können. Pauline und ich, wir hatten eine Vergangenheit gehabt. Ja, als ob du Pauline kennst. Ja, ich kenne die. Brain Teaser, left accent every, right accent every four wahrscheinlich. Boah, das finde ich voll schwierig. Aber das geht, glaube ich, noch. So, das geht. Okay. Doch schwieriger. Also er hat da. Nee. Also man, das ist so schwierig, Alter. Ey, das könnte ich gar nicht. Das muss ja. Bam, 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 bam. Alter, könnt ihr es mal bitte alle kurz machen bei euch? Also, wir können mal weiter gucken. Es geht ja noch weiter. Es ist ja gerade erst Phase 1 so. Ich finde, das ist der schwierigste Skill ever. Aber das ist halt ja auch nur was für, wenn du also was mit Rhythmus machst. Also selbst Leute, die Schlagzeug spielen können, würde ich sagen, die meisten können das nicht. Ja. Das ist schon tough, Alter. Oh, Alter.
so abgefuckte Polyrhythmen. Ach, schwierig, sehr schwierig. Leute, ich guck gerade raus aus dem Himmel und plötzlich sehe ich Flugzeuge, haben einen riesen Schwanz über meinem Haus. Was ist das? Hey, was? Hä? Hier, hä? Alter. Das ist doch niemals passiert. Das muss doch postpro sein. Das aber es ist wie so. Niemals. Nee, kann nicht sein. Hä? Die wurden übrigens gekündigt, glaube ich auch. Das ist echt, der wurde gekündigt. Ach, for real. Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face. Lächeln. Jetzt mit den Augen. Jetzt Mund zurück. This is our model face. Wie siehst du denn aus? Leute, auch nicht vertraut? Das war bei Deiters, als es noch diesen Deiters gab hier in der Innenstadt, ja. Diese Karnevalsladen. Ja. Da habe ich ein Karnevalskostüm gekauft, so ein Bananenkostüm, das trage ich seitdem immer. Und ich bin rausgelaufen und die haben gedacht, ich klaue eine Perücke. Und ich hätte einfach aufgezogen so. Und da musste ich da hingehen, dann haben die alle mal gezogen, haben gesehen, es ist echt und dann durfte ich gehen, ohne Polizei oder nichts. Doch. Die haben gedacht, ich glaube. Ja, hätte ich auch gemacht, hätte ich da gearbeitet. Klaut Haare, Alter. Ohne Witz, sieht halt literally, ich habe genau diese Frisur bei mir 10-mal zu Hause rumgelegt. Ist halt einfach so. Ich hätte es genauso gemacht. Von einem Hater oder so sage ich zum Beispiel so, du bist ein Hurensohn, wie der Sohn von diesem spanischen König, Don Juan, ein Hurensohn, wie dieser spanische Thronfolger. Guck, wie ich deine Bitch jetzt mit Stromfolter. So einen Hater oder so, sag ich zum Beispiel so. Es gibt so legendary Interviews von dem Typen, ey, der Typ ist so. Ey. Ah! Ey, was? Welche Katze hat denn so Augen? Ey, das fragt man sich ja bei jeder Katze. Nee, aber die hat schon erstaunliche Augen. Die hat erhabene Augen. Die hat. Boah, Alter, wer hat denn so Augen? Das ist doch wie aus einem Comic. Ich glaube, die haben dir einfach ein bisschen was gegeben. Aber das ist doch manchmal so, dann tropft man da was rein und dann. Genau, die haben dir einfach massiv viel Molly gegeben. Ja. Okay. Wir können aber noch einmal den Typ checken, der uns hier updaten wollte. Wegen des Eichhörnchens. Mhm. Leute, ich habe ein Eichhörnchen im Bett. Hey, was geht bei dir? Das war das Video. Ja, okay, das ist nur so Fakten. Ach so, der hat uns nur geantwortet auf unsere Nachricht. Ach so. Ah. Ach so. Ah, du hast gedacht, er hätte ein Video gemacht. Nee, das wurde mir gesagt. Ich bin im Bett. Hey. Ah. Was geht bei dir? Es stimmt ja nicht mal. Doch, du musst noch ausklappen. Ja, cool. Mehr was ansehen. Was geht bei euch so? Nee, er schreibt, er hat das Update noch nicht gemacht. Guck mal, das ist er doch. Das Update noch nicht gemacht. Ah, doch, du bist ja hier. Aber kannst du kurz schreiben, was ist es am liebsten? Ist es direkt danach wieder weggegangen? Wie hat es Kinder? Eltern, Geschwister? Wie heißt es? Was hat es so von der Ausbildung her auch gemacht? Was sind die Ziele? Also ist wir können es bei in den euch? Discord reinholen und dann kann er uns das erzählen. Ja, bitte, mach das kurz. Erzählen. Bitte, bitte. Also, das ist bei uns so, wir haben hier so einen Innenhof, wo die ganzen Gebäude stehen und in dem Innenhof sind halt ein paar Eichhörnchen und die sind wohl allgemein, haben die nicht so viel Angst vor Menschen. Und 2019 im Juli war das, glaube ich, als ich die Instagram-Story gemacht habe, hatte ich halt mein Fenster offen, als ich nachts geschlafen habe. Und am nächsten Morgen bin ich dann wach geworden, weil dieses Eichhörnchen halt bei mir am Bett gekrochen cool ist. Ist das denn? Aber du hast ein neues dann, Eichhörnchen, meinst du? Warte, ganz kurz. Also, das alte Eichhörnchen, das ist dann in deinem Bett. Du machst die Story. Was ist danach passiert? Ist es dann weggegangen? Das ist, also ich habe dann noch eine Weile weiter gepennt, nachdem das wieder weg war. Und als ich dann mit meinen Mitbewohnern geredet habe, meinten die halt auch, also zwei von denen meinten, dass bei denen halt auch das Eichhörnchen im Zimmer war. Das hat dann also drei Leute von uns besucht. Warte, ganz kurz. Du hattest ein Eichhörnchen bei dir im Zimmer und bist einfach wieder schlafen gegangen? Na, das ist nachher wieder abgehauen. Für uns Stadtmenschen ist es halt was Krasses. Ja, ich wohne in Berlin. Also, ich glaube, das ist auch eine Stadt, ne? Aber zu dem anderen Eichhörnchen. Ich habe, ich glaube, dieses Eichhörnchen aus dem TikTok-Video war davor auch schon mal bei uns auf dem Balkon. Wir hatten da mal Nüsse hingelegt. Ich habe auch noch auf meinem Instagram-Profil habe ich so eine Highlight-Story mit Tieren und da sind, glaube ich, auch noch zwei, drei Videos mit dem Eichhörnchen drin, wie es bei uns auf dem Balkon chillt und zum Fenster meines Mitbewohners springt. Warte, das ist jetzt das Neue? Nee, das ist auch noch das Alte. Okay, und was mit dem Neuen? Von dem Neuen habe ich jetzt noch da habe ich nur ein Bild bekommen von meinem Mitbewohner. Der hat das nämlich gesehen.
gesehen und der hat anscheinend auch ein Video davon gemacht. Das hat er mir heute erzählt, aber noch nicht gezeigt. Wir haben aktuell also gerade auch ein Eichhörnchen, was bei uns auf dem Balkon abhängt. Geil. Sollen wir, wenn das jetzt schon regelmäßig da war, dieses neue Eichhörnchen, sollen wir dem einen Namen geben? Wäre das fein? Das finde ich gut, das ist eine gute Idee. Sollen wir nicht so alle im Chat irgendwie, kann man da nicht was vorschlagen? Chat, schlag was vor. Genau. Ihr seid gefragt. Ich weiß halt leider nicht, wie man da jetzt herausfindet, find ich gut. Schlechtes Eichhörnchen hat. Weil Eichhörnchen, die, wenn die so vorne stehen und dann machen die so, die springen dann so einen Baum und machen die praktisch sich selbst jeeten. Ja. Die jeeten sich selbst. Ja. Das ist auch der Sound, wenn ich fall. Jeet. Ja. Jeet ist doch gut. Ich finde Jeet sehr, sehr geil. Sollen wir es einfach so bestimmen? Ja, oder? Okay, das heißt, das neue Eichhörnchen heißt Jeet. Bist du damit fein? Ja, bin ich fein. Geil. Geil. Okay, mach's gut. Geil, dass es so spontan geklappt hat. Nice. Dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Halt Danke. Uns auf dem Laufenden. Schönen Stream, schönen Tag, mach ich. Ciao. Tschüss.